Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu World of Warcraft, Mists of Pandaria, hier bei Red Second TV. Das Let's Play hier, Part 2 heute. Hier geht's weiter jetzt mit, keine Ahnung, sind wir stehen geblieben? Sehen wir es gleich. Lass mal der Welt betreten. Ja, genau, hier im Tor sind wir stehen geblieben. Todesend sind wir jetzt. Und dort müssen wir jetzt gleich mit einem Typi reden. Raus mit der Sprache. Okay. Ist klar. Ja, todesschwache Seiltein. Die Valkyr waren in letzter Zeit sehr beschäftigt mit neuen Wiederbelebungen. Allein seit heute Morgen habe ich ein Dutzend neuer Ankömmlinge den Hügel hinunterlaufen sehen. Ihr seid allerdings der vielversprechendste Krieger, den ich heute gesehen habe. Lebt wohl. Jawohl, Leichen der Scharlachroten eingesammelt. Fürchtet die Lebenden. Ich bin verlassen. Achso, die kann man gar nicht angreifen. Oh, tut mir leid. Oh, rennen wir mal ein bisschen rum. Vielleicht sieht man hier irgendwann mal was. Also ich glaube nicht, dass das diese Leichen sind. Das ist nämlich ein hirnloser Zombie. Nö. Okay. Also ich möchte nochmal betonen, wer vielleicht jetzt hier zum ersten Mal einschaltet. Ich kenne dieses Spiel nicht. Ich spiele World of Warcraft gerade zum ersten Mal. Merkt man vielleicht auch so ein bisschen. Was ist denn hier drinnen? Schattenpriester Starvis. Die dunkle Fürstin schütze euch. Okay, hallo, hallo. Interessant. Geisel aus Todesend getötet. Jetzt. Habt ihr alles geschafft, ein paar Leichen zusammen zu kratzen? Begrüßt den Schatten. Wir müssen hier irgendwo sein. Ah, Leichnam. Ich weiß nicht, müssen wir dies als erstes ablegen? Was ist? Hoffentlich ist das wichtig. Was ist? Was jetzt? Ich bin verlassen. Okay. Werfen wir die dahin, bitte. Vertraut niemandem. Hoffentlich ist das wichtig. Ja, ich glaube, wir müssen wirklich alle Huckepack tragen. Ja, kriegen wir hin, hoffentlich. Schauen wir jetzt einfach mal. Jawohl, Nummer 2. Dankeschön. Wo liegt der nächste? Nicht, dass wir ihn irgendwo übersehen. Ja, da oben. Ach komm, das kommt. Dankeschön, Dankeschön. Das war Nummer 4. Wo liegt Nummer 5? There is it.
Mitten am Dorfplatz, so ungefähr. Und da fehlt noch einer, der liegt gleich hier. Oh, hier liegen noch mehrere. Brauchen wir aber nicht mehr. Ich glaube, der ist hinter dem Haus. Oder hier ist er. Ja, hier steht er. Was verlangt ihr vom Tod? Quest beendet. Damit haben wir das geschafft. Geiseln aus Todesend getötet. Ist die nächste Aufgabe. Wenn ihr den Verlassenen nützlich sein wollt, müsst ihr lernen, wie man kämpft. Und es gibt keine besseren Ziele als die Geiseldiener, die uns immer noch belästigen. Die elenden Ghule und klappernden Skelette, die im Norden und Osten herumfallen, sind ehemalige Kämpfer oder der gefallenen Geiseln. Ein neuer Krieger wie ihr solltet diese Herausforderung gewachsen sein. Trödelt nicht herum, sprecht erneut mit mir, wenn ihr fertig seid. Nein, 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 nicht abbrechen. Ausblenden. Achso. Okay. Das hat doch mal ein. Dankeschön, Dankeschön. Haben wir's doch mal. Zwei noch. Einer noch. Jawohl. Damit haben wir alle besiegt, die wir besiegen sollten. Und gehen zurück. Zum Questgeber. Bei einem Gebäude drin, glaube ich. Schauen wir doch mal rein. Hier ist Schattenpriester Sarvis. Quest beenden, damit haben wir das auch geschafft. Sind mittlerweile auf Stufe 3. Sturmangriff jetzt neu verfügbar. Ich brauche ein Ziel. Achso, es gibt. Ja, logisch, ja. Ja, was können wir als nächstes tun? Achso, wir sollen wieder reden. Was jetzt? Lest die einfache Schriftrolle und sprecht mit Danals Stern in Todesend. Sieg für Sylvanas. Ich hab nicht ewig Zeit. Ja, sollen wir irgendwas machen? Hallo? Nein, wir haben noch nicht mit dir gesprochen. Hallo? Tschüss! Wir sollen da rein, denke ich mal. Und wer seid ihr? Ach, ein Schmied ist das. Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir da. Ja, gut, können wir niemals leisten. Das funktioniert Honig. Okay, das ist es nicht.
Vorhin sah ich eine junge Verlassene, die um ihr Leben schreien zum alten Gasthaus gelaufen ist. Bitte, während nach Hause zurückzugehen. Nicht alles sind so bestimmt wie die anderen, Renegade Lee. Und doch müssen wir uns Schicksal als Untote akzeptieren, wenn wir gegen jene vorgehen wollen, die uns unterdrücken wollen. Nehmt meinen Handspiegel. Müsste wohl doch da drin sein. Kommt schnell zur Sache. Nein? Vermutlich doch nicht. Raus mit der Sprache. Ja, in dem Haus könnte es drin sein. Es ist ja das. Nee, es ist ein anderes. Ah, mein Gott, sind wir doof. Was verlangt ihr vom Tod? Jawohl. Was jetzt? Haben wir erreicht? Vorsicht, Feinde im Übermaß. Okay, wir sollen mit dieser Attrappe hier üben anscheinend. Jo, haben wir geübt. Interessant, wie das funktioniert. Anscheinend mit den Tasten 3, 2 und 1 zu machen. Mich das nicht täuscht. Was ist? Seid der auf der Hut. Sagt, wir haben es gut gemacht. Und wir sollen Lilian noch ihr Spiegelbild zeigen. Die muss ja auch irgendwo sein. Geduld, Geduld. Bleibt konzentriert. Raus mit der Sprache. Ja, da hinten. Ich bin ganz Ohr. Die dunkle Fürstin schütze euch. Was jetzt? Okay, haben wir auch gemacht. Damit geht's zurück zum Quest. Zum Questerhalter oder zum Typi halt, der uns diese Aufgabe gegeben hat. Das war Novizin Elrest. Wir beenden diese Quest auch erfolgreich und können gleich die nächste annehmen. Begrüßt den Schatten. Meldet euch bei Exekutor Aren in Todesend in Tirisfall. Das ist da unten und da gehen wir jetzt noch hin. Die Zeit haben wir noch. Sollte kein Problem sein. So, wie mal aus. Ja, es funktioniert. Was mit den Tasten kann ich das machen? Müssen wir nur aufpassen, ich glaube da oben soll das sein. Ne, hier unten. Exekutor Aren. Mit der Sprache. Wir haben es bei ihm gemeldet. Besorgt 4 Aasfresser-Tratzen und 4 Nachtsaugerflügel. Denkt dran. Annehmen. Geduld und Disziplin. Ich weiß nicht, ob wir das von dem bekommen. Die Fähigkeit ist noch nicht bereit. Nein, von dem wir bekommen wir nur Kupfer. Ah, so welche Viecher meinen die also?
Jawohl, das haben wir also. Das ist ein struppiger Aasfresser. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Jawohl, auch getan. Langsam komme ich so ein bisschen ins Spiel rein. Langsam kapiere ich, wie es funktionieren soll. Ich habe kein Ziel. Ist schon gut. Jawohl. Wo finden wir denn noch sowas? Ich brauch Gegner, Jungs. Hier unten. Da hinten rennt einer rum. Jo, was geht denn auf mich hier ab? Damit haben wir alle Wölfe oder Aasfresser zusammen. Fehlen nur noch diese Nachtsauger. Die müssen wir auch gleich haben. Das ist zu weit entfernt. Ich brauche mehr Wut. Jawohl. Einer noch. Der letzte Nachtsauger ist es. Damit haben wir diese Quest erfüllt. Wir geben sie noch kurz ab. Sagen, dass wir es erledigt haben und dann beenden wir diesen Part für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Jetzt war es schon ein bisschen. War schon ein bisschen mehr dabei jetzt bei World of Warcraft. Ja, hat schon Spaß gemacht, hoffe ich mal. Ja, Waldi, du kannst gerne mal in den Kommentaren die Kommentarliste unten schreiben. Würde mich freuen. Ich bin und wir verlassen. Wir beenden jetzt mal diese Quest. Und haben es geschafft. Stufe 4 erreicht zum Abschluss. Und ich kann freudig sein, das nächste Mal geht's weiter mit junger Nachtweber getötet. Feld ist da hinten, Nachtweber getötet. Ja, müssen wir ein bisschen was töten hier. Das findet alles vermutlich. Hier hinten statt. Ja, da bei den Spinnen da hinten. Wird lustig. Bleibt dabei. Schaltet ein. Nächste Woche geht's weiter. Bis dann. Danke fürs Zuschauen. Das war's von dieser Woche von World of Warcraft. Ciao.